Ein halbes Jahrhundert ist es her, dass engagierte Heidenheimer Bürgerinnen und Bürger den Kinderschutzbund gegründet haben. Sie wollten erreichen, dass alle Kinder gewaltfrei aufwachsen können und gleiche Zukunftschancen haben, unabhängig von Herkunft oder familiärem Hintergrund. Aus dieser Idee entstanden zahlreiche Präventions- und Hilfsangebote für Kinder und Familien. Dazu zählen seit vielen Jahren das Elternkursprogramm Starke Eltern, starke Kinder, Eltern-Kind-Treffs und ein umfassendes Beratungsangebot. 1976, drei Jahre nach der Gründung, wurde das ehemalige Backsteinhaus in der Blukeestraße 20 bezogen. 1983 entstand dort auch die erste Kleiderkammer. Zahlreiche Familien wurden kostenlos mit Kleidung versorgt, auch damals schon viele Flüchtlingsfamilien. Ehrenamtliche Familienhelferinnen betreuten Familien und halfen ihnen, den Alltag zu meistern. Darunter waren Ärztinnen und Anwälte, die die Not der Familien aus ihrer Praxis kannten. Das Café Mamma Mia war der erste Mutter-Kind-Treff, damals ausschließlich für Alleinerziehende. Heute treffen sich im Café Mamma Mia Mütter, Väter und gelegentlich auch Großeltern zum gemeinsamen Plausch. Hier im Kinderschutzbund wird ein schönes Paket für junge Familien aufgelegt, das über Babymassagekurs, über das Café Storchennest, auch weiter in dem Café Mamma Mia das ganze Entwicklungsspektrum der Kinder begleitet. Und das schätzen die Eltern hier sehr. Das Café Mamma Mia ist seit vielen Jahren der Treffpunkt für Eltern und Kinder in Heidenheim. Hier treffen sie Gleichgesinnte und finden Antworten auf ihre Fragen. Im freundlichen Kinderbereich können die Kleinen spielen oder basteln und knüpfen erste soziale Kontakte zu Gleichaltrigen. Währenddessen tauschen sich die Eltern untereinander beim Frühstück aus. Und oft gibt es interessante Infos zu Erziehungs- und Gesundheitsthemen. Eltern und Babys bis zu einem Jahr sind willkommen im Café Storchennest. Eine Hebamme und eine Kinderkrankenschwester kümmern sich abwechselnd um Fragen wie Stillen, Beikost oder die Schlafgewohnheiten der Kleinen. Alle Fragen und Probleme können angesprochen werden und werden kompetent beantwortet. Aber vor allem lernt man neue Leute kennen, man schaut, was gibt es sonst noch für Angebote im Kinderschutzbund, die einem im Laufe der Zeit, wenn die Kinder größer werden, noch begegnen können und die einem positiv auf den Weg begleiten. ...1995 wurde die erste Spielgruppe eröffnet. Da nur wenige Kita-Plätze zur Verfügung standen, war sie sehr beliebt. Die Kinder wurden zunächst nur stundenweise betreut. Eine richtige Gruppe gab es nicht. Das änderte sich 2010, als eine feste Gruppe eingerichtet wurde, die ihren heutigen Namen erhielt, Spielgruppe Bambini. Im Laufe der Jahre kam die ehrenamtliche Betreuung von Familien an ihre Grenzen. Die Probleme, mit denen Familien zu kämpfen hatten, wurden immer schwieriger. Suchterkrankungen nahmen zu, psychische Belastungen und auch Gewalt. Das Hilfsangebot wurde professionalisiert und die sozialpädagogische Familienhilfe entstand. Seither werden die Familien von Fachkräften betreut. Seit 1996 engagiert sich der Kinderschutzbund ganz besonders für Familien, die eine Trennung erleben. Die Eltern erhalten Unterstützung in pädagogischen und praktischen Fragen. Oft kommt es zu Konflikten bei der Umgangsregelung. Da helfen begleitete Treffen zwischen Eltern und Kindern in einer entspannten und kindgerechten Umgebung. 2010 wurden die ersten Familienpaten ausgebildet. Denn es hatte sich gezeigt, dass es viel Unterstützungsbedarf gab, den die hauptamtlichen Familienhelfer nicht abdecken konnten. Vor allem in Familien mit Säuglingen und Kleinkindern. Seitdem ist das ehrenamtliche Angebot fester Bestandteil des Hilfenetzes für junge Familien und Teil des Präventionsangebotes Frühe Hilfen im Landkreis. Ich habe eine Familie mit Zwillingsbuben. Die sind 2,5 Jahre alt und die freuen sich schon, wenn ich komme. Sie stehen meist schon an der Türe oder machen die Türe auf, wenn ich klingel, und lassen sich von mir gut beschäftigen. Wir machen Spiele, wir puzzeln, wir gehen in den Garten, wenn das Wetter schön ist. Und die Mutter ist in der Zeit entlastet und kann sich um sich kümmern.
Ich bin gern Familienpatin, weil ich einfach merke, dass das der Familie und auch mir gut tut. 2012 wird es in der Kleiderkammer zu eng. Der Kinder-Second-Hand-Laden Sieben Zwerge entsteht in der Bahnhofstraße, wo er viel einfacher zu erreichen ist. Nach einem weiteren Umzug in die hintere Gasse hat der Laden seinen Platz gefunden und ist aus Heidenheim nicht mehr wegzudenken. Wir haben Leute, die etwas weniger Geld für Kleidung ausgeben können, aber wir haben auch viele, die bewusst hierher kommen, wegen der Nachhaltigkeit, um die Sachen einfach im Umlauf zu halten, dass sie nicht gleich auf dem Müll landen. Dann kommen ganz viele Omas, die einfach eine Zweitgarnitur brauchen für ihre Enkel. Also kunterbunt. Nur gut erhaltene Ware kommt in den Verkauf. Kinderkleidung, Babyausstattung, Buggys und Autositze, Spielzeug und vieles mehr. Es macht große Freude, wenn auch mal ein Kind reinkommt und 2 Euro nur in der Hand hat und gerne Rollerblades haben wollten, die normal 10 Euro kosten. Und wo man sagt, Sonderpreis kannst du mitnehmen. Und 5 Minuten später fährt das Kind hier draußen am Laden, am Holper vorbei und ist ganz glücklich und strahlt. Und solche Sachen machen Freude. Oder wenn junge Familien reinkommen und einkaufen und sich freuen, dass sie einfach wertige Sachen hier noch bekommen für ihr Baby. Was besonders viel Spaß macht hier, ist zum einen das Team, das tolle Team, in dem wir hier arbeiten. Die günstigen Preise entlasten die Haushaltskasse. Bedürftige Familien erhalten einen zusätzlichen Rabatt mit dem Familienpass des Kinderschutzbundes. Mit der Umgestaltung des Blucke-Areals wird das alte Backsteinhaus abgerissen und der Kinderschutzbund zieht in seinen heutigen Standort in der Oststadt. Viel Platz steht hier zur Verfügung, das Kursangebot wird ausgebaut und weitere Elterntreffs kommen dazu. Darunter auch ein Stadtteiltreff im Zinzendorfhaus für Bewohner der Oststadt. Die Familie ist der wichtigste Lebensraum für Kinder. Damit sie ungestört aufwachsen können, brauchen Kinder Vertrauen, Anerkennung und Grenzen. Nur so kann sich ihre Persönlichkeit optimal entfalten. Das Elternkursprogramm Starke Eltern, starke Kinder mit seinen verschiedenen Bausteinen hilft Eltern dabei, die Kommunikation in der Familie zu stärken und Konflikte konstruktiv zu lösen. Die Eltern erfahren und üben, wie sie die Bedürfnisse ihrer Kinder leichter wahrnehmen können, ernst nehmen können, sie in den Alltag mit einbeziehen, ohne dadurch ihre eigenen Bedürfnisse aufzugeben. Und das erleichtert und entspannt natürlich den ganzen familiären Alltag. Was wir immer wieder auch von den Eltern als Rückmeldungen erhalten, ist, dass sie berichten, leichter mit ihren Emotionen, mit ihren Gefühlen, die manchmal unangenehm sind, also beispielsweise Ärger und Wut umzugehen und sie nicht an den Kindern abzureagieren. Die türkischsprachigen Kurse ermöglichen es Eltern, die nicht so gut Deutsch sprechen, einen Elternkurs zu besuchen. Denn Gefühle und schwierige Sachverhalte können sie in ihrer Muttersprache besser ausdrücken. Und dann haben wir einen Weg gefunden für die Seminare Starke Eltern, starke Kinder in der türkischen Sprache. Die Eltern können hier zum Kinderschutzbund kommen, Kaffee trinken, Frage stellen und dann Antwort bekommen. Von einem Babymassagekurs profitieren Eltern und Kinder. Der intensive Hautkontakt stärkt die Eltern-Kind-Bindung und wirkt sich positiv auf das Immunsystem aus. Die bewährten Massagegriffe helfen bei Unruhe und Blähungen und lassen sich ganz einfach in die tägliche Routine mit dem Baby integrieren. Als ich 2015 die Ausbildung zur Familienkinderkrankenschwester gemacht habe und anschließend auch die Kursleiterin für Babymassage, war gleich mein erster Gedanke, wie kann ich den Kinderschutzbund unterstützen und habe mich deshalb als Kursleiterin hier gemeldet. Konflikte und Streit gehören zum sozialen Leben dazu. Was aber, wenn sie in Schikane ausarten, zu Anfeindungen und Ausgrenzungen führen? Jedes dritte Kind macht negative Erfahrungen mit Mobbing. Was brauchen Kinder, um solchen Situationen gewachsen zu sein und sich nicht hilflos und ausgeliefert zu fühlen? Im Selbstbehauptungskurs Stark wie ein Bär lernen Sie Kniffe und Methoden kennen, die Ihnen im Konfliktfall helfen sollen. Mit viel Spaß trainieren Sie ein sicheres Auftreten
und lernen gleichzeitig respektvoll miteinander umzugehen. Das Tolle an meiner Arbeit ist einfach die Arbeit mit den Kindern und mit den Eltern. Was bedeutet Mobbing überhaupt? Was kann ich zu Hause machen? Wie kann ich meinem Kind helfen, wenn es wirklich in so einer Mobbingfalle drin ist? Und durch die Kurse lernen die Kinder einfach wieder mehr auf sich zu hören und sich selber auch mehr zuzutrauen. Sie wissen, wie man mutig dasteht. Die sagen immer, danke Nadine, es war so toll, es hat so Spaß gemacht und jetzt kann ich endlich stark sein wie ein Bär. Mit dem Bildungsnetz Biene fördert der Kinderschutzbund Grundschulkinder in ganz Heidenheim und sorgt so für mehr Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit. Viele Kinder können den Lernstoff in der Schule nicht allein bewältigen. Sie brauchen viel mehr, als im Unterricht vermittelt werden kann. Ohne zusätzliche Förderung werden sie schnell abgehängt. Durch die Zeitung habe ich von der Lernbegleitung erfahren und wollte dann sofort mitmachen, weil ich mein Wissen gerne weitergebe. Ich möchte, dass die Kinder erfolgreich werden. Erfolg bedeutet für mich Bildung, Lernen und Lesen, und deswegen bin ich Lernbegleiterin. Ehrenamtliche Lernbegleiter stehen als Mentoren mit Rat und Tat zur Seite und helfen beim Lesen, Schreiben und Rechnen. Kinder mit Migrationshintergrund oder erhöhtem Förderbedarf profitieren besonders davon. Ich bin als Lernbegleiterin in der Rauhhofschule eingesetzt, betreue dort eine Gruppe von 3 Mädchen aus der 3. Klasse. In Absprache mit der Klassenlehrerin konzentriere ich mich auf diese viel gepriesene Grundfertigkeit des Lesens. Also ich habe vom Kinderschutzbund schon öfters gehört, der ist in Heidenheim ja gut bekannt. Ich möchte den Kindern Mut machen, dass sie selbstbewusst sind, sich sprachlich zu artikulieren. Und es macht mir sehr viel Freude, mit den Kindern zu lesen, mich zu unterhalten, vielleicht auch Sprachspiele zu machen. Und ich hoffe, dass ich dadurch einfach eine gute Unterstützung leisten kann. Wir freuen uns, dass die Lernbegleiterinnen vom Kinderschutzbund uns in der Schule unterstützen und Unterrichtsinhalte nochmal neu erarbeiten bzw. wiederholen oder auch einfach mit den Kindern sich unterhalten und Übungen zum Lesen oder Rechtschreiben machen. Ich bin gerne auf dieser Schule, ich bin gerne Lernbegleiterin. Was ich den Kindern gebe, das bekomme ich auch zurück, indem die Kinder mich auch schätzen, und das erfreut mich noch mehr. Heute sind die Beratungs- und Unterstützungsangebote des Kinderschutzbundes aus Heidenheim nicht mehr wegzudenken. Der Kinderschutzbund tut unheimlich viel dafür, dass Kinder, egal aus welchen Verhältnissen, die gleiche Chance bekommen. Ich finde es einfach super und eine total wertvolle Arbeit, was der Kinderschutzbund macht. Weil es einfach zum Wohl der Kinder ist, hier vor Ort, ist es mir wichtig, mich hier zu engagieren. Zudem finde ich es einfach toll, wie engagiert und auch motiviert die Mitarbeiterinnen im Haus sind und durch ganz, ganz viele Aktionen auch dazu beitragen, dass der Standort hier einfach total Spaß macht. Die Eltern wissen, okay, gut, Kinderschutzbund, also da wird wirklich den Kindern geholfen. Es macht unglaublich viel Spaß, dort mitzuwirken, und ich denke, ihr seid dort alle herzlich willkommen, euch auch aktiv mit einzubringen. Möchten Sie sich in Ihrer Freizeit sinnvoll engagieren? Wenn Sie wollen, dass alle Kinder die gleichen Rechte und Entwicklungschancen haben, dann werden Sie Teil des Kinderschutzbund-Teams. Gemeinsam unterstützen wir Kinder, Jugendliche und Familien.